9 Tage vor der Wahl scheint die sogenannte Facebook-Affäre rund um den Politikberater Thal Silberstein endgültig zu eskalieren. Sowohl SPÖ als auch ÖVP haben heute angekündigt, die Justiz mit dem Fall zu befassen. Die ÖVP will die SPÖ und Politikberater Peter Puller klagen. Die SPÖ legt ihrerseits heute SMS von Pullers Handy vor. Sie sollen einen Bestechungsversuch durch die ÖVP beweisen. Aussage gegen Aussage heute in der sogenannten Facebook-Affäre. Politikberater und Silberstein-Mitarbeiter Peter Puller, hier noch für die Wiener Neos tätig, will ein Angebot über 100.000 Euro bekommen haben. Und zwar von der ÖVP, genauer vom Pressesprecher von ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Der wollte laut Puller einen Seitenwechsel und Infos über die SPÖ-Kampagne. Beweisen sollen das auch SMS von Pullers Handy, die die SPÖ heute präsentiert. Um ihn dreht sich momentan alles, Peter Puller. Ursprünglich bei der ÖVP verankert, unter anderem als Sprecher von Ministerin Beatrix Kahl. Im Wien-Wahlkampf unterstützt er 2015 die Neos. Dort arbeitet er auch das erste Mal mit Silberstein zusammen. Für ihn betreut er im laufenden SPÖ-Wahlkampf die Facebook-Seiten zu Sebastian Kurz. Für die SPÖ sind Pullers Aussagen jedenfalls genug. Sie wird eine Sachverhaltsdarstellung gegen den Sprecher von Kurz einbringen. Verantwortlichkeiten sind natürlich auch festzulegen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wenn sich das als richtig herausstellen sollte, was man von dem eingeschleusten ÖVP-Mann hört, dann erwarte ich jetzt eine Entschuldigung vom Herrn Kurz. Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter geht noch einen Schritt weiter und verlangt den Rücktritt von Kurz als Außenminister. Die ÖVP widerspricht Pullers Aussagen heute, will nichts von einem Angebot wissen und sieht nur noch mehr Schmutzkübel. Das Maß ist voll, wir klagen. Und zwar sowohl die SPÖ als auch Puller. Laut Politikexperte Thomas Hofer kommt bei den Wählern zwar nicht jedes Detail der Causa an, aber die Atmosphäre interessiert sehr wohl und das Persönliche, das vermittelt wird, nämlich dass die überhaupt nicht miteinander können und dass es schon wieder dreckig zugeht und dass man schon wieder es nur anlegt, darauf den anderen zu beschädigen, das, glaube ich, interessiert die Menschen sehr wohl und das ist der eigentliche Schaden. Schaden nimmt vor allem auch das politische System an sich. Zumindest da sind sich Experten und Politiker heute weitgehend einig.